Blitzschnell verfolgt der Hund den Flüchtigen. Nach wenigen Sekunden hat er ihn eingeholt und stellt ihn. Solange sich der Flüchtige ruhig verhält, bleibt Arnie in seinem vorgesehenen Verhalten. Hier soll er den Täter nur festhalten und anbellen. Lediglich bei einem Angriff würde er ihn beißen. Der Schutzhund hört optimal auf seine Kommandos und reagiert perfekt. Auch in dieser Situation kann sich der Hund auf seine Nase verlassen. Eigentlich hatte der Flüchtige einen enormen Vorsprung. Arnie konnte ihn gar nicht mehr sehen. Und trotzdem lief er wie ferngesteuert hinter ihm her. Der Grund? Arnie sieht mit seiner Nase. Jedes Lebewesen sondert einen individuellen Duftcode ab. Über den Schweiß gelangt der Geruch an die Hautoberfläche und damit in die Umgebung. Die Duftmoleküle gehen vom Flüchtigen aus und der Hund muss nur noch folgen. Anders funktioniert eine sogenannte Fährtensuche. Hier folgt ein Hund eher den Bodenverletzungen, die ein Mensch oder Tier zurücklässt. Dort, wo der Mensch auftritt, ändert sich die Bodenstruktur wie ein umgeschriebener Code. Mikroorganismen werden zerdrückt oder Pflanzen verletzt. So entstehen Duftmarken, denen der Hund folgen kann. An der Zollhundeschule üben die Hundeführer jetzt den Ernstfall. Ein Autofahrer soll sich während einer Kontrolle aggressiv verhalten. Hundeführer Ulf Hensel erklärt uns diese Übung. Hey. Zollkontrolle, Motor aus. Wir sehen bei diesem Szenario halt einen Überfall auf den Kontrollbeamten. Der erfolgt sofort, es ist kein Stillstand drin wie bei der anderen Übung, wo der Delinquent, Straftäter halt ruhig steht. Hier erfolgt der Überfall sofort und ist sofort abzuwehren durch den Hund. Fallen Sie ruhig! Nach einem ersten Verbellen von Schutzhund Famous scheint der Autofahrer kooperativer. Vorerst. Stellen Sie sich dahin. Ich habe keine Zeit. Bleiben Sie stehen. Front zu uns. Keine Zeit. Front zu meinem Kollegen. Ey, was macht er an meinem Auto? Ey, geh aus meinem Auto raus! Halt! Selbst in einer für den Hund hochaggressiven Situation reagiert Famous perfekt auf die Kommandos seines Hundeführers und überwindet seinen Beutetrieb. Anweisung, haben Sie mich verstanden? Die Handflächen will ich sehen. Auf die Knie, langsam. Schutzhundausbilder Jürgen Halbmann ist zufrieden mit seinem Azubi. Ja gut, das ist eine hervorragende Leistung vom Hund, weil sein Bedürfnis ist ja eigentlich, Beute zu schlagen, Beute zu machen. Und aus der Beute wieder rauszugehen, ist für ihn schon in der Situation schwer, weil die Person, die ist ja aggressiv und attackiert den Hund. Dann will er natürlich auch zeigen, hier, ich habe dich fest im Griff, und lässt dann auch ein bisschen zögernd ab. Die Übungsszenarien mit dem Hund müssen so realistisch wie möglich nachgestellt werden. Dazu gehören besonders die echten Schreie, wie uns die Testperson, Hundeausbilder Jürgen Liebermann, erklärt. Die Schmerzschreie sind ja für einen Hund auch gewiss. Sendet der Signale für einen Hund aus, damit er ja seinen Erfolg auch quasi bestätigt kriegt. Außerdem soll er ja nicht erschrecken, wenn jemand schreit und auf einmal ablässt. Er muss sich also an die realistische Situation auch gewöhnen, dass der gebissen wird, auch schreit. Den Angreifer von sich aus abzuwehren und auf Kommando den Angriff wieder zu stoppen, muss ein Hund erst lernen. Aber wie trainiert man einen Schutzhund überhaupt, damit er seinen Hundeführer verteidigt? In der Ausbildung lernt der Hund im ersten Schritt, dass Bellen zum Erfolg führt. Der Ausbilder in der braunen Jacke spielt einen bösartigen Fremden. Der Hund wird aus Sicherheitsgründen hierfür extra an einer Leine festgemacht. Durch seinen Beutetrieb will der Hund das Beißkissen sofort erlegen. Sobald Ausbilder Walter Müller das Kissen versteckt, bellt der Hund und lernt, dass er mit diesem Verhalten wieder an die Beute kommt. Im nächsten Schritt wird die Beute vom Beißkissen auf den Unterarm des Fremden übertragen. So wird irgendwann der blanke Arm des Ausbilders zur Beute. Halten Sie ruhig! Aus! Zum Schluss lernt der Hund, den Täter auf Distanz zu stellen. Er reagiert instinktiv auf Bewegungen immer mit Verfolgen, Zubeißen oder Halten seiner Beute.
Ja, er packt in dem Moment zu, wo sich die Person schnell bewegt. Normalerweise lernen unsere Hunde, stillstehende Personen zu verbellen. Und Flucht- oder angriffsbewegende Personen, die wieder beißen. Er fühlt sich halt an, als wenn ich einen Schlag mit dem Hammer drauf kriege. Also der hat schon einen Druck, wenn der Schutz nicht da wäre, da so einen Unterarmknochen einfach zerdrücken könnte, zerbeißen. Also die Beißkraft ist schon da und man spürt, der wird über diesen Schutzarm, wird der Biss, da sind Streben drin, die den Druck auch großflächig verteilen und dann geht das schon. Aber es führt immer wieder nach wie vor zu diesen Ödemen. Früher hatten wir schlechtere Schutzkleidung, da ist die Haut dann auch teilweise aufgeplatzt, weil die Zähne über die Haut gingen und dann ist es unangenehmer. Viele Menschen haben Angst, wenn ein Beamter mit einem Hund auf sie zugeht. Doch warum wirken Hunde eigentlich so respekteinflößend auf uns? Wenn ein Hund geschickt wird zum Verbellen, es ist einfach sehr beeindruckend. Und jeder, der Hunde kennt, jeder ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber 90-95% haben Angst vor Hunden, vor allen Dingen vor großen Hunden, wie sie mir im Schutzhundebereich haben. Ich bin der Meinung, dass der Hund größere Wirkung hat auf unser Gegenüber wie unsere Waffe. Die Ausbilder selbst zeigen natürlich vor ihren Hunden keine Angst. Vielmehr müssen sie den Tieren im Training ganz klar demonstrieren, wer hier wem zu gehorchen hat. Der Hundeführer hat die übergeordnete Rolle. So Vergleich mit dem Wolfsrudel, das Alpha-Tier, ist derjenige, der Chef im Ring ist. Und so ist es im Team Hund-Hundeführer, der Hundeführer. Hundeführer hat das Sagen, Hund hat sich im Hundeführer unterzuordnen. Es ist enorm wichtig, dass ein Vierbeiner gehorsam ist. Denn er muss auf Kommando seine Aggression stoppen können. Diesen bedingungslosen Gehorsam lernt der Hund im ruhigen Zustand und kann ihn dann später auch in Stresssituationen abrufen. Dabei achten die Ausbilder darauf, den Hund nicht nur mit Gesten, sondern vorwiegend mit Worten zu trainieren. Hör auf. Hör auf. Aus. Ein. Pack. Wir achten darauf bei der Kommunikation, dass sehr viel verbal passiert. Der Hund ist von Natur aus, lernt er mehr mit Gestik umzugehen, weil sein Gegenüber spricht ja nicht wie wir Menschen, sondern die unterhalten sich über Gestik, Lefzen hochziehen, Bürste stellen, also Haare stellen etc. Wir versuchen aber das Ganze umzulenken, dass der Hund mehr auf das Wort vom Hundeführer hört. In den letzten Jahren hat der Zoll festgestellt, dass der Schutzhund nur im Notfall Hilfsmittel der körperlichen Gewalt ist. Das Tier muss selten wirklich zubeißen. Allein seine Präsenz schreckt viele ab. Meiner Erfahrung nach aus dem Kontrollbereich ist es so, dass wenn ein Hund da ist, würde jetzt normalerweise so ein Übergriff gar nicht stattfinden. Weil die Leute sind dann schon so eingeschüchtert. Der Hund ist für den normalen Beteiligten nicht kalkulierbar. Also er weiß nicht, wie er den Hund einordnen soll. Und dann sind die meisten doch eher vorsichtig, als wenn nur zwei Beamte da sind. Diensthunde sind besondere Tiere. Durch intensives Training sind sie in der Lage, biologische und antrainierte Fähigkeiten perfekt zu verbinden. So werden sie für den Menschen zu einem unersetzlichen Helfer.